kommt die Stadt ran, nach der sich ganz Deutschland orientiert und auch entwickelt. Berlin, unsere Hauptstadt, das Aushängeschild eines Staates. Die Polizei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das zeigt sich gegenwärtig in Berlin, dem maroden Stadtstaat, der von arabischen Clans beherrscht wird und von rot-rot-grünen Realitätsverweigern unterwandert ist. Die Kompetenz der Leistungsfähigkeit einer Polizeibehörde ist eines Staates Gradmesser für dessen Zustand. Also Deutschland ist auf dem besten Weg in eine Bananenrepublik, wie Chitol, Hauptstadt Berlin, wie Donald Trump sagen würde. Die Berliner Polizeiakademie sorgt für Schlagzeilen. Die Aufnahmeprüfungen kann man sich im Internet herunterladen. Die Fragen seien immer die gleichen. Die Behörde weist das zurück, ist aber trotzdem so. Bei der Zwischenprüfung verlassen die Lehrer für eine halbe Stunde das Klassenzimmer oder geben die Ergebnisse schon vorher bekannt. Auch Schwerblast- und Darmkrankheiten haben bei der Berliner Polizei gute Chancen. Bis zu 10-mal hat ein Prüfling die Prüfung wegen Toilettengangs verlassen. Die richtigen Antworten auf Prüfungsfragen werden im Multiple-Choice-Verfahren ausgewählt. Da hilft Glück beim Raten. Zum Beispiel eine typische Prüfungsfrage: Was gehört zu den Grundrechten in Deutschland? A. Waffenbesitz. B. Faustrecht. C. Meinungsfreiheit. D. Selbstjustiz. Richtig, keine der Antworten. Weil die Meinungsfreiheit auch eingeschränkt wird. Und jetzt kommt der Hammer. Trotzdem Freischein zur Berliner Polizei. Durchfallquote 75%. Dank der rot-rot-grünen Regierung fehlt es an allem. Zahlen sprechen eine klare Sprache. Von 192 Polizeischülern im Frühjahr 2015 schlossen im Herbst 2017 nur 108 die Ausbildung erfolgreich ab. 44% Durchfallquote. Bei der Berliner Polizei haben 29,2% aller Neuangestellten einen Migrationshintergrund. Die Durchfallquoten resultieren aber nicht nur daraus, das liegt an der rot-rot-grünen Kumpanei, für die Unisex-Toiletten das Wichtigste sind. In Hamburg beim G20-Gipfel hat man das gesehen. Da wurde die Berliner Polizei nach Hause geschickt. Und das von Hamburg aus. Obwohl die Hamburger schon selbst nicht mehr aufrecht durch ihre Straßen gehen können. Sonst würde Ahmed sagen: Was guckst du? Hast du ein Problem? Aber im Feiern, da sind sie spitze. 2017 fand eine Sprachnachricht eines Ausbilders den Weg an die Öffentlichkeit. In Berlin sitzt der Feind in den eigenen Reihen. Mit Türken und Arabern. Patrioten, für uns ist das nichts Neues. Der Feind sitzt überall. Schaut euch um. Eine Stadt, wo es immer mehr Obdachlose gibt und das bei einer SPD-linken-grünen Regierung und sogenannte schutzsuchende, voll eingerichtete Wohnungen. Ach, was sage ich? Ganze Häuser bekommen und denen ihr Leben noch komplett bezahlt wird vom deutschen Steuerdepp. Ist das besser? Jetzt? Nein. Ja. Gut. Vom deutschen Steuerdepp? Ja. Okay, ihr habt's verstanden, ne? Also, ihr Steuerdeppen. Also nicht ihr. Ach, was sage ich? Ganze Häuser bekommen sie komplett bezahlt. Eine Stadt, in der Drogendealer ein Denkmal bekommen sollen für ihre gefährliche Arbeit. Wo der Deutsche mit gesenktem Haupt durch den Görlitzer Park kriecht. Wo Kinder aufpassen müssen, damit sie nicht in Spritzen langen und sich verseuchen. Wo Drogendealen mehr oder weniger legal ist. Und Kriminalitätsstatistiken sinken, weil die Polizei nichts mehr macht. Weil man Rache befürchten muss und Angst hat vor Clans, die ganze Stadtteile regieren. Wo der Glaube nicht mehr existent ist, so eine Stadt ist unser Aushängeschild. Die große Hure Babylon. Multiples Organversagen im letzten Stadion. Die Leine des Grauens wächst und wächst.
Die Serieneinzelfälle werden immer mehr. Im Monat November haben wir im mobilen Mahnmal der Stand in der deutschen Einwanderungspolitik. 9 Morde, 39 versuchte Morde, 46 Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe, 36 Mal Raubüberfälle in sie aufgenommen. Nach Refkreim haben wir 1253 Verbrechen durch Migranten, das dem deutschen Volk angetan wurden. Das mobile Mahnmal der Schande zeigt das Versagen der Berliner Regierung, der Täter und Schuldigen, der Deutschlandzerstörer und Heuchler. Heute haben wir außer der Leine noch die Leine der Ehrenmorde, die symbolische Leine der Täter und hier die Leine der nicht benannten Täter. Das sind tausende von Fällen, wo hier gerade an euch vorbeiwandern. Bei der letzten Kundgebung in Kandel schilderte ich das Elend in der Vergewaltigungsmetropole Freiburg. Am gleichen Wochenende wurden, ob ihr es glaubt oder nicht, wieder zwei Frauen von sogenannten Schutzsuchenden sexuell missbraucht. Am 18.11.2018 wurde eine 12-Jährige im Regionalexpress Freiburg-Mülheim von einem 34-jährigen Gambier sexuell missbraucht. Der Gambier sitzt in U-Haft. Deshalb kann man davon ausgehen, dass er nicht nur seine schwarze Wurst gezeigt hat. Und das alles, obwohl die Polizei großspurig verkündet hat, sie werden den Vergewaltigungstrend von Freiburg brechen. Deutsche Stadtparks sind eindeutig Jagdrevier zum Beute zu machen. In München wurde im Wanziger Park eine 19-Jährige von einem Eritreer sexuell missbraucht. In Stuttgart im Schlosspark eine 17-Jährige von einem Gambier vergewaltigt. Und das ist überall so in Deutschland. Der Grund, den arglosen Frauen und Mädchen wird nach wie vor von den Medien, Politikern, teils ihren eigenen Eltern und Polizeispitzen suggeriert, Deutschland sei sicher. Im Schnitt werden jeden Tag 10 Frauen von Schutzsuchenden vergewaltigt. Die Frauen sollten die guten Ratschläge der Polizeispitze sich endlich zu Herzen nehmen. Wie zum Beispiel flache Schuhe anziehen. Die sind zum Wegrennen besser, falls die Regenarmlänge nicht ausreicht. Oder einfach keine Getränke von Fremden annehmen. Sonst passiert es wie in Freiburg. Fuck, fuck. 15 Männer bauen ihren Druck in einem ab. Und danach ist das Leben eine nie mehr endende Höllenqual. Bei solchen Vätern wie der von Maria Ladenburg aus Freiburg ist das auch kein Wunder. Der meinte in einem Fokus-Interview, ja, nicht pauschalisieren und instrumentalisieren. Solche Väter braucht Deutschland. Bravo! Bei den Männern handelt es ausschließlich um Migranten und traumatisierte Schutzsuchende. Und nein, das ist keine Hetze und rassistisch und Nazi. Das ist nur die reine Wahrheit, ihr linken Vögel. Im Grunde sollten sich nach wie vor die realitätsverweigernden Grüninnen und Linkinnen zur Verfügung stellen. Ja? Wie schon der große deutsche Freiheitskämpfer Sven Liebig sagte, und hat der Nafri Samenstau, dann gönn ihm doch die deutsche Frau. Oder Vergewaltigung kann auch ein Erleben sein. Und was sagen die Kirchen zu den ganzen Vergewaltigungen an deutschen Frauen und Kindern? Die hetzen über die Wahrheit sagen. Und die sogenannten Rechten. Kein Wunder bei so vielen missbrauchten Kindern im Namen der Kirche. Bei so vielen Leichen im Keller sollten sie ihr ketzerisches Maul halten. Und wie verurteilt die deutsche Justiz die Massenvergewaltiger, die armen, traumatisierten Schutzbedürftigen, die neuen Götter? Was ist ein deutsches Mädchen wert? 3 Jahre? 5 Jahre?
Freispruch! An die Prästituierten von den wahrheitsverdrehenden schwierigen Blättern, um eines klarzustellen, ich bin hier wegen Mia Valentin und all den Opfern, die diese Einwanderungspolitik, die davon ihr Leben verloren haben, die durch eure Mithilfe zu Opfern wurden, ihr seid alle schuldig. So, das muss ich jetzt sagen. Die heutige Ansage enthält Spuren von Sarkasmus und Satire. Freunde Patrioten, was hat das vergangene Jahr gebracht? Welche Erkenntnis nehmen wir mit? Alles verloren, die machen eh, was sie wollen. Ich kann doch eh nichts ändern. Ich stand vor einem Denkmal in einer kleinen Ortschaft und war erstaunt, wie viele Menschen aus diesem Dorf in den Weltkriegen ihr Leben gegeben hatten. Ganze Familien sind dort aufgeführt. Ganz oben in den Stein gemeißelt steht, wir haben unser Leben gegeben, damit ihr leben dürft. Unsere Ahnen haben für uns gekämpft. Sie gaben ihr Blut für uns. Sie sind für unsere Zukunft gestorben. Was wäre ich für ein Mann, wenn ich dieses Vermächtnis mit Füßen treten würde, wie Teile der deutschen Bevölkerung? Ich habe ihn wieder dabei, den Heimatstein. Ich habe ihn euch am Anfang gezeigt. So hart wie dieser Stein wird unser Kampf sein. Wir werden weiter kämpfen, solange wie jeder Einzelne von uns kann. Widerstand! 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 Was wird nach dem nächsten Krieg wohl auf den Denkmälern stehen? O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Es war mir noch nie so bewusst wie heute, dass wir unsere Traditionen, unsere Kultur und unsere Heimat verlieren könnten. Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich wünsche euch Stärke, Mut und vor allen Dingen Ehre. Der Kampf für die Zukunft unserer Kinder geht weiter. Wir alle sind jetzt schon Gewinner. Auch im neuen Jahr werden wir Widerstand leisten. Für ein Europa der Vaterländer. Für ein Europa der Europäer. Für ein Europa ohne Krieg. Danke. Deutschland, 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 Deutschland. Nie wieder Merkel, nie wieder Merkel.